Hallihallo ihr Lieben, mein Name ist Ugrutz, das hier ist Blood Bowl 2 und wir sind in der DBBL. Wir sind in Division 3, in Liga 3, Division 1. Unsere Gegner sind die Stoppelhopser, die gerade online gekommen sind und ein Zwergenteam sind. Und ja, der gute alte Chaos wird sie administrieren. Ich warte jetzt noch darauf, dass er sich irgendwie meldet und werde ihn natürlich noch fragen, ob er ins TS kommen möchte oder nicht. Ja, bis dahin setze ich euch nochmal auf Pause und bis gleich. Ja, scheinbar will er direkt starten. Bin noch nicht dazu gekommen, ihm zu schreiben. Ich habe jetzt auch keinen weiteren Werwolf gekauft. Er wäre zwar gegen die Zwerge sinnvoll, aber er würde unser Teamrating um 100 Punkte steigern. Das heißt, der gute alte Stoppelhopser hätte locker flockig mal 120.000 Portokasse und könnte, keine Ahnung, Zauberer, Bestechungen, alles mögliche an komischem Zeug kaufen. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Spiel einfach nochmal beten für einen halbwegs glimpflichen Ausgang. Und fürs nächste Spiel, was dann ein Norse-Team sein wird, werden wir uns dann ein bisschen aufrüsten. Werwolf ergibt da zwar nicht den Riesensinn, weil die Jungs halt nur Rüstung 7 haben, aber irgendwann müssen wir uns den guten Kollegen ja holen und sie sind ja auch ansonsten gute Spieler, also schnell und, naja, zumindest mal für tote Verhältnisse halbwegs geschickt. So, Cheerleader TV, dauert ein Weilchen, so wie es aussieht. Grübel, grübel. So, da sind wir in Bergenhausen. Wo auch immer Bergenhausen ist. Die Harrytale Horrors gegen die Stoppelhopser. Rot-Weiß, Grell. Kommen die Zwerge daher. Sehr imposant. Und da kommen unsere Kampfshorts mit den Sternchen, die Harrytale Horrors. Gut, bin begeistert. Hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich aufnehme. So, die Münze fliegt. Und was machen wir hier? Empfangen oder verteidigen? Wir können ruhig als erstes angreifen, in der spröden Hoffnung, ein paar Casualties anzurichten. Ich glaube zwar nicht, dass wir auf dieser... auf diesem Niveau gegen die Zwerge spielen können. Warte mal gucken. Stimmt, wir haben nur einen Ghoul und einen Wolf. Ein paar Taumellieschen. So, drei ganz normale Linemen an der Front. Relativ defensiv. Zwei Rerolls, ein kleiner Hoffnungsschimmer. So, Wolf und Dings halten sich erstmal ein bisschen zurück. Okay. Viel Spaß und nicht so viel Glück. Wir bekommen einen zusätzlichen
Wiederholungswurf und der Ball geht allerdings dafür fast raus. So, jetzt müssen wir gucken, an welcher Stelle wir ansetzen. Da versuchen wir mal ein Loch reinzuplästern. Bleiben aber. Dann können wir nämlich hier ein bisschen pushen. Und folgen. Das Ganze geht hier auch nochmal. Nur ohne das durchschlagende Glück. So, wir folgen trotzdem. Dickerchen probiert es auch nochmal. Da haben wir direkt den Reroll weg, den wir gerade bekommen haben. Folgen. Dann müssen wir jetzt minimal was ändern. So, den da aus, das darf nicht wahr sein. Ungefähr so. Ja, das mit dem nicht allzu viel Glück. Wir haben Reroll gekriegt und hätten direkt mal zwei in einem Turn gebraucht. Aber das ist halt der Nachteil, wenn die Gegner halt nur mal alle Blocken haben. Und bei uns hat es halt fast keiner. Ich hätte doch erst den Blitz mit dem White machen sollen. Denn er kann uns jetzt mit ein bisschen Glück direkt den Wolf vom Feld kloppen. Aber zum Glück hat er noch keine Guards, denn es ist ja erst das dritte Spiel und auch er hat ja ein Spiel nicht gespielt. Ja, wie ich sagte, ne? Zack. Kriegt direkt unser Wolf auf die Nase. So, er stellt uns jetzt die rechte Seite ein bisschen zu. Unser Vorteil ist, dass abgesehen von unseren Zombies, die meisten unserer Spieler natürlich schneller sind als seine. Das heißt, sollten wir den Ball irgendwann mal in die Hand kriegen, könnten wir natürlich an ihm vorbei. Unerschrocken glückt. Ja, standfest, bleiben wir stehen. So ein bisschen zum Aufstehen da. Er geht mal so ein bisschen rum. Was haben wir hier? Der hat noch keinen Block. Bringt uns jetzt aber auch nicht so viel, dass er das nicht hat. Schauen wir uns da mal ein bisschen in den Weg. Ja, den Block müssen wir machen. Folgen wir doch mal einfach. Vernünftig durchkommen wir da allerdings nicht. Das heißt, ihn zu blitzen ist nicht drin. Ziehen wir mal da ein bisschen nach vorne.
Den könnten wir blitzen. 2, 4, 5, 6. Ist aber auch nur ein ganz normaler Lineman. So, einmal darüber, dann den Blitz hier rüber. Ja, war natürlich nichts, aber macht nichts. Zumindest war es nicht so katastrophal wie eben. Er macht da noch so ein bisschen dicht und jetzt versucht das gute alte Rumpelfilzchen mal den Ball zu nehmen. Das liegt soweit und er macht sogar schon 2 Meter Raumgewinn. Also läuft alles für uns. Er hat jetzt wieder einiges an Blocks, die er schmeißen kann. 1, 2, 3 Stück an der Zahl. Aber es bedarf auch einiger Leute wieder, das durchzuziehen. So, da holt er sich Verstärkung ran. Jetzt kann er den Zombie blocken. Und da gibt es einen Push. Der kommt danach. Ja, den haut er natürlich jetzt jedes Mal um, weil er hat Block mich nicht. Das Einzige, was negativ für ihn wäre, wäre halt eine echte Doppel-1. Okay, ein Doppel-Push wäre natürlich auch doof. Denn dann müsste er nachziehen und hätte keine Verstärkung mehr. So, einen Block hat er noch. Danach hat er noch einen Blitz. Wahrscheinlich gegen den anderen Fleischgolem hier. Ja, spielt sich wie erwartet sehr unangenehm bisher. Ein Blitz auf den Verfluchten. Wow. Das ist ein Push, das ist für uns ganz nett. Okay, spielt er sehr defensiv jetzt. So, er stellt uns zu. Er wartet jetzt hier natürlich den Cage. Ich meine, aktuell sehe ich noch nicht, wo ich da durchsollen sollte. Zumal seine Würfelwürfe deutlich besser funktionieren aktuell. Und da liegt der Prinz auf dem Boden. Werf den Burschen zu Boden. Und Skullgun macht einen kleinen Retreat. Ja, ums Aufstehen kommen wir nicht drum rum. Ein bisschen Tackle-Zone negieren ist auch nicht verkehrt. Ungefähr so. Gibt ihm natürlich ewig viele Blocks. Aber was soll ich machen? Viele Optionen habe ich nicht. Da muss ich gucken, dass ich den ein bisschen wegschiebe. Ich würde sogar auch folgen. Sonst hat
er hier wieder zusätzliche Tackle-Zonen auf mein Fleisch-Golem. Dann muss er mal gucken, ob er hier vielleicht einen reißen kann. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Folgen. So, den Werwolf haben wir jetzt frei. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber der hat natürlich immer noch kein Blocken. Oder was heißt immer noch kein Blocken? Wir haben ja noch nie großartig mit ihm gespielt. Wir nähern uns mit Fullspeed. Machen 14 Meter gut. Und ja, müssen jetzt gucken, dass wir hier ein bisschen Ausgleich schaffen. Er stellt sich da mal in den Weg. Er macht hier ein bisschen dünn. Und dann probieren wir mal, ob der Werwolf was kann. Ob das Großmütterchen... Ja, das Großmütterchen ist gierig. Ist zwar nur eine Lähmung. Aber besser eine Lähmung als nichts. So, jetzt ist die Frage... Wenn ich da stehen bleibe, wird sie geblitzt. Aber ein Ausweichwurf ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen lassen wir sie da, die gute alte Großmutter. Und gucken, dass wir hier die schwache Mitte etwas verstärken, damit da nicht allzu viele Überzahlblocks kommen. Wie gesagt, alles andere als luxuriös, was wir hier haben. Er hat jetzt hier potenziell den Blitz auf Großmütterchen mit zwei Verstärkungen. Ist sogar der Knochenbrecher, der das hier macht. Aber ich meine, gut, ne? Wölfe leben gefährlich. Und wenn er jetzt hier voll reinblitzt und hier seine Kräfte verbraucht, um meinen Cage zu vermoppen, dann haben wir natürlich das Glück, dass die Mitte für uns frei ist. Und wir wissen ja, die Necros sind ein Passteam, das heißt, er hier könnte gut Strecke machen. Okay, hier Doppelbock auf dem Zombie. So wie es aussieht. Nee, auf Großmütterchen. Schade, schade. Er wollte nur die Tackle-Zone vom Zombie negieren. Und da liegt Großmütterchen schon wieder im Dreck. Das zweite Mal. Einser Block. Schieben. Wird ihm reichen, er wollte nur seine Tackle-Zone zurückhaben. Um jetzt den Fleischklops wieder aufs Maul zu geben. Oder direkt beiden Fleischklopsen aufs Maul zu geben. Doppel 1. Nice. Fünf Sekunden noch. Er muss jetzt wissen, ob das wichtig genug ist für ihn. Er macht's spannend. 3, 2, 1. Und würfelt neu in Doppel 6. Oh, echt jetzt. Stand fest. Wir bleiben im Weg stehen. Jetzt hat er natürlich hier noch Doppelblock und okay, da unten nicht. Aber den muss er zumindest noch machen. Sonst hat er keine genügende Überzahl auf den Klops hier oben. Einser Block. Ha. Wenn er jetzt followt, dann hat er die Verstärkung immer noch. Ne, dann können wir auch stehen bleiben, das ändert nichts. Jetzt hat er doch noch seinen Doppelblock und haut mich doch noch wieder auf die Nase. Und er kommt durch die Rüstung das erste Mal beim Fleischklops. Das heißt, jetzt gleich sind massig Zwerge übrig. Den kann er jetzt noch umboxen. Okay, mit dem ist er jetzt ein bisschen gehandicapt. Der kann nichts machen. Der kassiert dann zumindest mal einen Punch von unserem Grabpunzel.
Okay, er versucht mit dem unteren freizukommen und schafft es jetzt auch. Dann kassiert er doch keinen Block von Grabpunzel. Und hat sich den frei geackert, um nach hinten irgendwo hin abzusichern. Wie gesagt, bis dato noch nicht sonderlich offen das Ganze. Und wird auch dadurch jetzt nicht offener. Dann hätte er mit dem anderen nicht wegziehen müssen eigentlich. So, wir sind wieder dran. Er muss natürlich aufstehen, wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen auch ein bisschen was ranstellen, damit wir einen Zweierblock an der Stelle zumindest mal haben. Die Frage ist, was wir sonst so tun. Oder planen zu tun. Und das hier ist alles relativ safe, da kommen wir nicht wirklich durch. Wenn ich ihn hier hinstelle zum Verstärken, muss ich gucken, dass der nicht mehr blitzt. Nicht leicht. Aber es würde natürlich Kettenblocks ermöglichen, unter Umständen. Er stellt sich da mal in den Weg. Gucken wir erstmal, was hier passiert. Da kriegen wir die ganze Defense-Line wieder ein bisschen rausgedrückt. Wir folgen auch wieder. Riskanter Move, aber wir müssen ihn machen. Denn das ist der einzige da ohne Block. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wäre das schon der sechste? Ist mir aber, glaube ich, egal. Versuchen wir da das Loch rein zu sprengen. Dahin und folgen. Dann geht er jetzt einfach mal hier in den Blocking-Modus. Den kriegen wir auch noch rüber. Und da würden wir aber dann jetzt bleiben. Und er würde da einmal rum. Jetzt haben wir natürlich gar nichts Cage-ähnliches mehr. Jetzt muss ich nur gucken. Einer blockt, zwei blocken, der wäre nicht frei. Nur mit einem Blitz, der wäre frei, kommt aber nicht weit genug. Gehen wir erstmal hier so rüber. Und beenden den Zug. Ja, bleibt spannend, er kann jetzt mit allem natürlich wieder aufstehen. Denn wir kommen ja nicht durch Rüstungen durch. Das ist Großmutters Privileg und die ist mehr mit Aufstehen beschäftigt als mit Kloppen. Aber who knows, vielleicht haben wir gleich noch einen glücklichen Moment.
Ein Reroll. Ich hoffe mal, dass der jetzt bald verschwindet bei den Stoppelhopsern. Das wäre die Voraussetzung eigentlich für mich, den Touchdown zu machen, aber ich sehe mich nicht in der Lage, hier zu stallen und irgendwie aufzuhören. Also, hier, ihr wisst schon, ne? Zu verzögern. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht wirklich in der Übermacht. Das ist alles hier so ein Hängen und Würgen. So, da kommt der Doppelblock mit seinem Nichtblocker. Wir bleiben standfest, bleiben im Weg stehen. Haben jetzt hier einen frei, der müsste aber dodgen. Verlagert seine Defense jetzt wieder weiter nach hinten. Zumindest mal muss er nachdenken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, da steht jemand auf, da steht auch jemand auf. Da gibt es einen 1er-Block mit einer 6. Schade, dass ausgerechnet Kotkäppchen hier fallen muss, unser einziger Blocker. Und Kotkäppchen ist natürlich auch direkt K.O. Zweiter Rüstungsbrecher, erster Vorfall. Jetzt sind wir noch in Unterzahl, das wird also richtig, richtig angenehm. Jetzt wird wahrscheinlich Don Höschen auch noch ein bisschen auf die Nase bekommen. Wird aber erstmal zugestellt aus der Hölle. Den verstehe ich nicht, der hat auch ohne gereicht. Und da passiert nichts. Das ist dann schon relativ glücklich für uns jetzt. Ein Ausweichwurf mit dem Runner. Ne, mit einem Langbart. Ne, mit einem Blitzer. Okay. Tatsächlich. Aber Bremsbams, das war nix. Ein Dodgy-Zwerg. Jetzt kommt er durch und keine 6. Ein Push. Vollkommen in Ordnung an der Stelle. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir aus der Situation wieder rauskommen. Einer Block. Und da ist der Skull. Ich hoffe, es rächt sich wenigstens. Zack, gelähmt. Ist ein Ansatz. Können wir mitarbeiten. Das wäre eine Zusatzbewegung. Hier stehen wir erstmal auf. Und da stehen wir erstmal auf. Nicht ganz leicht. Hier hat man einen Doppelblock. Der geht da durch. Das ist schön. Und wir bleiben. Plus 1, minus 1. Mehr Minus als plus 1. Da kommen wir nirgends vernünftig ran. Block. So viele davon allerdings, dass ich mich frage, ob das Sinn ergibt.
Wir versuchen die Zusatzbewegung. Er wandert da mal so ein bisschen rum. So, der steht da richtig, richtig kacke. Einser Block. Ich glaube, wir laufen erstmal ein bisschen. Auch da kommt er natürlich easy peasy dran. Aber, tja, kann halt nicht alles haben. Die Frage ist jetzt, ob wir den Richtung auswärts pushen wollen oder unseren Werwolf frei pushen wollen für einen schönen Blitz oder auch einen unschönen Blitz, wie man es nimmt. Ich glaube, das hier ist die Alternative, die mir besser gefällt. Pushen wir ihn darüber und bleiben mal. Ja, das sind zwei Einser-Blocks an der Stelle. Das wäre ein Einser mit ohne Block gegen mit Block. Das ist auch albern. Ich bin mir mehr als unsicher. Probieren unser Glück. Die Chance ist, naja, nicht katastrophal. Damit haben wir seinen Runner raus. Ein Punkt Rüstungswert, das ist natürlich doof. Da wird er seinen Abruf für nutzen. Das ist jetzt kacke für uns taktisch. Denn dadurch ist der Typ natürlich jetzt wieder drin. Genau. Und das ist mir zu risky. Da mache ich lieber noch einen Einser-Block hier. Der natürlich, ja. Eins, Reroll, eins. Jetzt hat er zwei Zwerge vollkommen frei, zu unserem Ballträger zu gehen. Nun gut, schade. Dumm gelaufen. Warum muss er ihn so hart verletzen, dass du den Apo rausholst? Ja, wie gesagt, ich mag das nicht persönlich. Diese super harten Verletzungen sind zwar an und für sich ganz schön, aber wenn der Gegner einen Apothekarius hat und es gerade so ein bisschen darum geht, sich auf dem Feld zu etablieren, weil so hat er beim nächsten Anschluss wieder alle. Ich muss drum bangen. Und ob ich überhaupt einen Touchdown mache, sieht auch noch seltsam aus hier. Aber scheinbar interessiert er sich jetzt gerade nicht für den Ball, sondern tatsächlich für die gute alte Großmutter. Die will er jetzt wohl vom Feld haben. Was ich ihm jetzt nicht signifikant verübeln kann. Oh gut, unser Typ hat es natürlich auch noch gestunt sofort. Also Rüstung gebrochen, yay. Unsere einzige Hoffnung, also was heißt die einzige Hoffnung, aber eine Hoffnung ist jetzt natürlich, dass wir den auch verletzen können. Den guten alten. Boftal. Denn dann hätte er wirklich einen Runner vom Feld. Und dann wird es bei ihm ein bisschen eng mit Ball spielen. Also dann sind seine geschickten Jungs gehandicapt. So, vier Spieler kann er noch, fünf Spieler kann er noch ziehen. Das hier sieht allerdings deutlich besser auf der Seite aus als noch vor, naja, einer Minute, sagen wir mal. Und da
geht Sans am Stück an den Kragen. Da kommt noch ein bisschen Übergewicht dazu. Und da kommt natürlich der 1er Block. Würde ich ja auch machen, reicht ja auch vollkommen. Aber er hat seinen Sinn erfüllt. Er hat ihn eine Runde lang behindert. Ah, schade, nur gelähmt. Da wäre natürlich jetzt eine Verletzung sehr, sehr nice gewesen. So, allzu schnell ist unser Hengsel nicht. Aber er rückt natürlich ein bisschen nach. Hinstellen ist hinstellen. Das gleiche gilt auch hier. Ob wir uns da hinstellen, sind wir noch nicht so sicher. Hier probieren wir auf jeden Fall mal den Doppelblock. Das hat funktioniert soweit. Da rücken wir auch mal nach. Hier stellen wir uns auf jeden Fall auch schon mal hin. Und leider sind wir nicht allzu geschickt und der liegt sehr doof im Weg. Das heißt, unser Blitz würde da lang gehen. Ja, wir rennen mal da dran vorbei. Würden hier blitzen. Doppel-Skull. Und Doppel-Both-Down. Ich kotze ins Essen. Das läuft so richtig scheiße, das Spiel. Jetzt muss er hier nur die Tackle-Zone negieren, hat einen Doppelblock mit dem und kann wundervoll mit seinem Krumm-Drängi-Troll meinen Jungen hier umhauen. Das läuft so dumm. Jo. Jetzt liegt er zwar minimal im Weg, aber das stört auch nicht weiter. Gut, er kriegt eventuell keine Unterstützung dran. Das ist also bei einer 1. Ist es dann halt doof für ihn. Nächste Runde ist Dornhöschen dann wenigstens wieder am Start. Vielleicht hat der ja noch was Tolles zu... Und eine 6. Eine 6 mit einem Würfel. Ich habe mit 4 Würfeln als höchstes Ergebnis eine 2. Und Rumpelfilzchen als einziger Nicht-Regenerator ist verletzt und ist aus dem Spiel. Yippie-yay, Schweinebacke. Ich bin glücklich. Tränen der Rührung kullern über meine Augen. Mann, Mann, Mann. Ja, Ball ist weg. Also weg ist er nicht, aber er bleibt bis zum Ende des Spiels da liegen. Und wir haben nichts in der Nähe, was den auch nur ansatzweise aufheben könnte, geschweige denn, was uns gegen diese Zwergenmeute jetzt hier noch einen netten Vorteil rausdröselt. 2-4 gegen 2-4, da kriegen wir keine schönen Sachen hin. Der muss wahrscheinlich sich hinstellen, damit mein Fleischgolem gebunden ist.
Da gibt es noch ein bisschen Dresche. Da liegt da on the ground. Da gibt es noch mehr Prügel. Jetzt muss er gucken, wie er mich hier am besten behindert, weil da könnte ich jetzt zumindest mal rausdodgen. Hier unten noch den kategorischen Einser-Block, der auf jeden Fall in 50% aller Fälle mich auf die Bretter schickt. Okay, da kommt die Behinderung. Für die Jungs, die den Ball tragen könnten. Völlig verständlich. Gutes Platzierungsspiel jetzt von ihm. Wow. Sehr schön. Zumindest ein bisschen schön. Die Frage ist, macht er jetzt damit, wo der Ball ist? Oder versucht er denen zu helfen, die mit dem Ball was anfangen können? Er stellt sich auf jeden Fall mal hin. Er stellt sich auch mal hin. Auch für ihn gilt hinstellen und... Auch da. So, die Frage ist halt nur, wer blitzt. Blitze ich mit ihm so, dass wir hier ein bisschen Bewegung in die Zwergenrotte kriegen? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Wenn wir den Ball kriegen wollen würden, wäre es von Vorteil, wenn der Werwolf einfach dodgt, statt da irgendwelche Einwürfelblitze zu machen. Wir versuchen jetzt hier den Kollegen mal auf die Nase zu legen. Das funktioniert nicht so besonders. Aber vielleicht kriegen wir den Ball da ein bisschen frei. Nein, natürlich kriegen wir den Ball nicht frei. Der liegt da noch beschissener als vorher. Boah. Mann, Mann, Mann. 1, 2, 3. 4. Blitzen wir den noch in den Ball rein. Und bleiben. Okay. Hinstellen. Und einmal dodgen. Und keine Zusatzbewegung machen. Oh, das war schon unser 7. Zug. Das war also gar nicht so geschickt, denn jetzt habe ich keinen mehr in Touchdown-Reichweite. Außer den beiden da. Und das wird er natürlich checken, dass die jetzt die wichtigen Targets sind. So, der Läufer steht auf. Der wird wahrscheinlich hier ran. Kravums, der geht erstmal zurück auf die Bretter. Dann kann er den auf die Bretter schicken und dann auch wieder den. Und dann ist im Prinzip Ende Gelände. Nee, den brauche ich gar nicht. Aber nett, dass du das glaubst. Und nett, dass du den blitzt. Zack, da liegt er natürlich direkt auf der Nase. Knochenbrecher. Glück gehabt. Jetzt noch schön am Ball rangehen natürlich. Jawohl. Hätte ich auch gemacht. Secure,
Immunity ist Strength. Und noch eine Doppel-6. Und noch eine Doppel-6. Na komm. Einer geht noch. Ein Push. Ja, das war's mit dem Touchdown auf jeden Fall. Einer Block, natürlich. So, der kann ein bisschen behindern zumindest. Tja. Hinstellen ist sicherlich nicht verkehrt. Gucken wir mal, ob wir den ein bisschen vertrimmt kriegen. Kriegen wir nicht. Bleiben. Okay, das war nicht so wie gedacht. Das macht unseren Touchdown noch unmöglicher. Ja, und da ist die 1. Wir rekapitulieren also diese Runde. Wir haben gewürfelt eine 2 mit einem Reroll, eine 3 und dann wieder eine 1. Also alle Würfe... Ja, das Gepusche hier, das habe ich schon gar nicht mehr mitgerechnet. Also alle Würfe aus der absolut unteren Ecke des Spektrums. Jetzt überlegt er, wie er hier noch ein bisschen Schmerz zufügen kann. Das ist so ärgerlich und so unnötig gewesen. Also eigentlich ist er hier der Verlierer des Spiels. Ohne seinen verkackten Doppelblock mit Reroll hätten wir den Touchdown relativ sicher gemacht. Aber es hat nicht sollen sein. Nuffel hat einen eigenen Kopf. So, der Fleischgolem soll auch noch bluten. Reicht natürlich. Na komm, er kann ja alles umhauen hier. Aber warum macht er mit dem Läufer zuerst? Das ist nicht pfiffig. Du hast keine Rerolls und der Typ hat keinen Block. Eigentlich hätte das jetzt eine Doppel-2 werden müssen, einfach damit er es lernt. Rüstungsbrecher, sehr schön. Zumal der hier noch hätte einen Starspielerpunkt holen können, wenn er den Ball nimmt und irgendwem zupasst. Da geht der Nächste zu Poden. Und hier noch rangehen, dann kann er den auch noch umboxen. Dann steht nur noch ein einziger Spieler auf dem Feld. Und das ist ungefähr dann die Situation, wie ich subjektiv die ganze erste Halbzeit empfunden habe. Ich würde einfach sagen, in den ersten 4-5 Spielen sind Zwerge unglaublich ungemütlich zu spielen.
Und der Stärkebonus, den ich habe, sind genau 2 Punkte, beziehungsweise waren genau 2 Punkte. Und das negiert sich einfach unglaublich schnell durch diesen Skill, weil alle Gleichzahlblocks gewinnt er halt. Und selbst bei den Überzahlblocks hatte ich so viel Pech, dass ich da keinen Gewinn draus ziehen konnte. Und selbst die Einserblocks gegen Fleischkolens klappen. Und damit hat er alles umgeboxt, was auf dem Feld steht. So, erste Halbzeit geht 0-0 aus. Grandioses Pech. Hoffen wir auf einen kleinen Turn in Halbzeit 2. So, der Verletzte kommt natürlich nicht zurück. Das ist ganz logisch. Der K.O. kommt nicht zurück. Das ist auch ganz logisch. Und wir spielen Unterzahl gegen heran... Ich will jetzt nicht sagen heranrushende Zwerge, weil sonderlich schnell bewegen tun die sich ja nur nicht. Aber zumindest mal gegen Zwerge, die sich irgendwie in unsere Richtung bewegen. So. Viel mehr können wir ihnen nicht entgegenstellen. Die Frage ist, ob wir... oder ob wir nicht. Wir stellen es einfach so hin. Einzige, was wir hätten machen sollen, natürlich ist Kotkäppchen da wegholen. Ach nee, Kotkäppchen ist da unser einziger K.O.-Zombie mit Block. Ja, hatte vergessen. Ist ja Blood Bowl. Eine 1, by the way. Ja, wieder auf der Seite durch. Und seine Jungs stehen gut hinten, um das Bällchen in Empfang zu nehmen. Hätte natürlich fast ein bisschen Lust, jetzt hier linkslastig zu schießen, aber wir haben noch keinen Kicker. Blitz. Wow. Interesting. Der Ball landet mittig. Probieren wir es mal an der Seite, wo er sich vermeintlich stärker aufgestellt hat. Wir werden aber mit ihm hier blitzen. Wow. Autsch. Und Knuffel hat sich gedacht, was ist das denn, dass die Toten auf... Oh, jetzt habe ich noch einen Zombie mit seinem Typen. Oh oh. So, hier gehen wir einfach noch ein bisschen näher ran. Hier gehen wir auch ein bisschen näher ran. Und da verstärken wir auch die linke Seite. Wir haben den ersten Toten in dieser Liga. Und es ist natürlich ausgerechnet sein Superstar-Spieler. Das ist übelstes Blood Bowl. Er hat seinen Apothekarius in Runde 1 schon sehr früh verwenden müssen. Und ausgerechnet jetzt bei einem totalen Glücksding für mich, kriege ich den Blitz und hau den tot. Und Grabpunzel kriegt noch einen Aufstieg dafür. Das ist wirklich blanker Hohn. Und auch wenn ich immer noch nicht der Überzeugung bin, dass ich hier ihn erfolgreich aufhalten kann, zu scoren, bam, da bricht auch wieder unsere Rüstung. Es erinnert jetzt natürlich hier in akuter Gefahr auch seinen zweiten Trollslayer, der jetzt einen Aufstieg schon hat, zu verlieren, weil ich den auch rausblocken könnte.
Er muss also jetzt hier Leute dran stellen, damit er hier sich rausblitzen kann oder blocken kann selber. Der muss da auch noch hin und dann muss hier geblockt werden. Sonst klebt... Oh, nee, er blitzt. Okay. Und da tut sich nichts. Aber jetzt kann er trotzdem hier blocken. So, Rückwärtsgang. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen gucken. Wie heißt denn der? Heißt der jetzt so viel vorher, der Zwerg? Kazak Takitroll. Okay, wir haben Kazak Takitroll. So, da gibt es jetzt allerdings auf die Nase für Grabrunzel. Das fanden die Zwerge jetzt extrem unlustig, verständlicherweise. Nur steht er jetzt da auch wieder relativ doof. Ballgefühl und er hat den Ball. Und da geht's Richtung große Lücke. Und es ist ein lockerer Cage. Das, was ich mit Zwergen auch immer mache. Genug Behinderungen in den Weg stellen, aber nicht so eng, dass man das Cage nennen könnte. Aufstehen muss er so oder so. Die Frage ist, wäre ein Einsatzstärken-Ding. Da stellen wir wieder in den Weg. Vielleicht hätte ich nicht ranstellen sollen. Ein bisschen doof. Ja, schon. Bisschen sehr doof. Probieren wir mal. Das funktioniert. Schieben wir ihn da raus und bleiben. Damit ist der gelähmt. Können wir jetzt natürlich hier so ein bisschen ran. Hier auch so ein bisschen ran. Müssen wir nämlich den Holzweg, den wir eingeschlagen haben, auch so ein bisschen konsequent zu Ende gehen. Und hier gehen wir auch mal so hin. Das ist unsere neue zweite Defense Line. Großmutter traut sich nicht, wenn ich ehrlich bin. Könnte dahin. Dann könnte er da reinblitzen. So, Doppelpush und bleiben. Haben wir jetzt seine Formation auf jeden Fall ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Der bleibt noch eine Runde liegen. Hier kann er natürlich jetzt jede Menge Unsinn machen. Und auch durchbrechen, wenn er das möchte. Aber das liefert ihm der Gefahr aus, dass ich hier auf der Seite machen kann, was ich möchte. Und da ist jetzt die Frage, wo seine Präferenz liegt. Spiel gewinnen oder Damage minimieren. Kleine Spams, da liegt er.
Okay, da wandert der Ball nach außen. Aber den Kollegen kriegen wir noch. Potenziell zumindest. Eins, zwei, drei, vier. Ja gut. Die Zwerge laufen uns nicht weg, es sei denn, er schafft es, sich an unseren Schnellen zu vergreifen. Den wir dann noch auf dem Weg haben, den dann auch. Und dann hätte er den geblockt. Das ist natürlich nicht ungeschickt. So hat er es jetzt aber auch schon. Greater clans. So you have Clan Skyr teams, Clan Eschen teams, and so on. Kleiner Programmierfehler meines Erachtens, weil die Leiche, die jetzt hier noch liegt von dem, die dürfte da eigentlich nicht mehr liegen, weil er steht ja schon hier. Zack, Rüstungsbrecher. Das heißt, nur noch ein potenzielles Hindernis. Jetzt kann er den hier auch noch umbremsen. Und reicht natürlich. Stand fest, wir bleiben da. Wir möchten nicht, dass diese Linie sich nach vorne bewegt. Er soll mit dem lockeren Dreier-Cage hier arbeiten müssen, wenn er was von uns möchte. Zum Ball gehen, okay. Ich weiß nicht genau, was er damit bezweckt. Er blockt damit nichts eigentlich. Genau, das Feld ist eigentlich besser. Einer Block. Zum Ball gehen, den behindern, okay. Oh, einer Blitz. Mit seinem Läufer, oder was ist das? Läuft bei ihm. Damit hat er uns ganz gut vom Ball weggedrückt. Nö, nochmal nicht jetzt. Ein Einserblock, der vernünftig funktioniert, reicht. Schieben. Schieben ist gut. Wir würden wahrscheinlich dahin schieben. Er würde dahin schieben. Okay, interessant. Interessante Wahl. Vor allem mit der Kombination bleiben. Damit ist meiner ja jetzt komplett frei, sozusagen. Eins, zwei, drei... Da hinten hat er nichts mehr verloren. Er stellt sich hin. Das wäre ein Blitz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das wäre auch ein Blitz. Den stellen wir auch wieder hin. Er geht einfach schon mal auf Abfangkurs. Wir verzichten auf den Blitz an der Stelle. Eins, zwei, drei, vier. Er geht hier lang. Wollen wir versuchen, unser Glück mit Großmutter. Ein zweier Blitz. Sehr schön. Und Rückwärtsgang. So, mehr Spieler haben wir nicht. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder eine Runde auf die Nase. Aber wir sind jetzt im Defense-Modus. Müssen also gucken, dass wir irgendwie schaffen, den Touchdown übernächste Runde aufzuhalten. Ja.
Oder den ins Nirvana zu befördern. Hm. Stand fest. Flöpp, gelähmt, doof. Zwei freie Zwerge, noch doofer. Jetzt kann er fast sowas wie ein Cage bauen. Aber wenigstens hier nicht mehr alles umhauen. So, noch eine Verstärkung, den umhauen. Cage nach vorne ziehen. Mit einem Guard nur. Das wäre ein bisschen wenig. Bin ich mal gespannt, wie er es löst. Denn er kommt fast überall hin. Und er kommt überall hin. Außer auf die rechte Außenseite, wo er auch nicht hin will. Sollte er sich nicht bewegen, dann werde ich hier das probieren. So, da gibt's, habe ich nicht aufgepasst. Geht auf zu Boden. Nee, er wird gepusht. Na, jetzt kann er den natürlich noch vorziehen. Das heißt, er will wirklich einen Cage bauen. Jetzt hat er hier natürlich nur den Nachteil, dass da kein Überzahlblock mehr draus wird. Ein Halbcage. Wow. Okay. Damit könnte ich ihn aus dem Feld schieben. Also sehr wenn hätte aber das wäre mir, glaube ich, ein bisschen riskant. Zumal der keinen Block hat. Zusatzbewegung mit einem Zombie wäre das. Oder ein Ausweichwurf mit dem White. Roast Elf Heart or Baked Halfling Leg. Okay, er zieht doch wieder ein bisschen zurück. Besinnt sich eines Besseren. Ist auch, glaube ich, klüger so. Da zieht er auch noch ein bisschen weg. Und da gibt es nochmal aufs Maul für einen unserer Zombies. So, 2, 4, 6 Leute hat er, um mich da zu beschäftigen. Und ich habe nur 2, um ihn abzufangen mit seinen 3. Das ist ein bisschen doof. Aber das spielt uns jetzt sehr schön in die Karten. Den schnellsten, also den zweitschnellsten Spieler am Feld noch halb frei geblockt. Hier ist ein Läufer, okay. Neunundfünfzig Sekunden hat er noch, aber kein Spieler mehr. Interessant. Test. Test funktioniert? Okay. Scheinbar sind wir noch da. Dachte, ich habe einen Discount, weil nichts passiert.
So, gucken wir erstmal hier hin. Dann noch ein bisschen dahin. Ja, genau das meinte ich. So, hier den stellen wir hin. So, jetzt ist die Frage, verlassen wir uns auf so etwas oder verlassen wir uns auf so etwas nicht? Das hier wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6 und eigentlich auch halbwegs ausreichend. Selbst wenn wir das nicht täten. Könnte er nämlich jetzt einfach hier schon blitzen, wo er steht. Hätte einen Zweierwurf gegen jemanden ohne Block. Würde bleiben. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Einfach hier noch ein bisschen aufs Gaspedal treten. Er kann es auch mit zwei Zusatzbewegungen nicht schaffen. Wir können allerdings rankommen. So, 1, 2, 3. Ja, ist nicht so perfekt. Aber besser als nix. Der behindert hier den noch. Der behindert ja sowieso zwei aktuell. Haben wir hier noch einen Doppelblock. Ich würde sagen, damit schieben wir aber nur und bleiben. Damit die beiden hier keine Überzahlblocks haben. So. Wir haben es ihm jetzt ein bisschen dicht gemacht, aber es ist natürlich immer noch. Er kann hier reinblocken und dann hier einfach durch. Aber er kann dann halt nicht mehr allzu viel von mir zustellen. Oder hat der Typ irgendwie sprintsicher oder so? Nee, hat er nicht. Den Blitz dagegen, okay. Da sind wir wieder bei der Kategorie, das lief nicht gut. Und das war aber auch im Vorfeld schon nicht so pfiffig. Denn er kommt da zwar jetzt durch. Aber ich bin mir nicht sicher, was er damit bezweckt. Und jetzt kommt da nicht wirklich... Wow, echt? Nein. Hier gehst du nicht hin. Nein. Das kannst du doch nicht wirklich machen. Du bringst mich in so eine üble Bedrängnis, Kollege. Wenn du es jetzt nicht schaffen solltest, ihn zu blocken... Okay, der liegt natürlich im Dreck. Ganz klar. Ist das ein Blitzer? Es ist ein Blitzer. Aber er kommt nicht weit genug. Heieiei, das wird ein spannendes Ding jetzt. Und entweder werde ich da ganz böse heulen oder er wird ganz böse heulen. So dicht am Rand gegen ein Team mit Werwolf. Das war knapp. Weil die drei werden sich wahrscheinlich nicht mehr bewegen. Blitz hat er nicht mehr. Ausweichwürfe mit Zwerge sind... Mit Zwergen sind auch ein bisschen blöd. Ja, reicht für ihn natürlich. Und K.O. und er hat ihn frei. Das ist natürlich ätzend Deluxe. Jetzt kommt er mit einer Zusatzbewegung an den ran. Damit könnte er sich jetzt selber wieder den Arsch retten. Ja, und er tut es. Gott, bist du glücklich, Kumpel. Das hätte richtig, richtig wehgetan. Und kann es natürlich auch immer noch. Okay. Das war ein verkackter Ausweichwurf. Ja, jetzt ist die Frage, setze ich auf Ausweichen mit Reroll 75%, um den Maximalschaden hier zu inflikten? Oder versuche ich nur aufzuhalten? Das Problem ist mit dem nur aufhalten,
Das klappt so leider nicht so wirklich. 4, 5. Ich muss es probieren. Erstmal 2 Würfel. Dann gibt es einen Push. Nach dem Push gibt es 1 Würfel. Und dann ist der Kollege draußen. Jetzt die Frage, ob ich noch ausweichen will oder nicht. Die Antwort ist, glaube ich, eher oder nicht. Hier würde ich allerdings noch einen Block machen wollen. In der Hoffnung, noch ein bisschen Schaden zu machen. Bleiben. Und ob ich hier noch machen soll, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich meine, ich habe einen Reroll. Und Folge. War nicht klug. War echt nicht klug. Er kann nämlich jetzt hier 1, 2, 3, 4. Na, okay, kann er doch nicht. So ohne weiteres. Er muss sich erstmal den Weg frei machen. Das wird eine enge Geschichte. So dicht am Rand. Hier muss auf jeden Fall der Befreiungsblitz irgendwie funktionieren. Was auch immer da passiert, ist gerade nicht so richtig wichtig. Oh, da kommt noch was Zwergiges. 5 Spieler können noch. Frage ist, ob der Läufer sich in Bewegung setzt. Ob er noch irgendwie meint, eingreifen zu können in das Spielgeschehen. Ja, aber die Geschichte hier unten wird interessant. Meine 3 gegen seine 3. Mal schauen. 2 meiner Spieler sind K.O., 2 seiner sind vom Feld. Zahlenmäßig also im Gleichstand. Jetzt ist er in der Situation, dass meine Vierer ihn binden. Er sie nicht mehr jede Runde mit 1er Blocks umboxen kann, oder 2er Blocks sogar. Hengsel kann gleich auf jeden Fall Zünglein an der Waage spielen. Ein Push. Das war ihm nicht gut genug. Jetzt haut er ihn da aus dem Weg. Mit dem Ballträger, okay. Grabpunzel ist verletzt. Selbstverständlich natürlich. Aber er regeneriert. Möchte also in diesem Spiel noch ein bisschen was machen. Jetzt die Frage, wohin mit dem Vieh? Aber das bringt uns jetzt wieder schwer in Bedrängnis. Das ist doof. Da drüben geht's hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zusatzbewegungen aus der Hölle. Zusatzbewegungen aus der Hölle, sage ich nur. Nein, 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 nein. Och, nö. Den wollte ich eigentlich frei haben jetzt. Oder frei blocken. Stoppelhopser ohne Rerolls. Das kann auch mal schief gehen jetzt.
So, alle zwei bewegt und wir leider wieder in Unterzahl. Her darüber. So, jetzt müssen wir uns nur das Konzept jetzt schon überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wäre eine Zusatzbewegung hierhin. Alternativ, wenn wir auf das Blocken verzichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Zusatzbewegung hier. Wäre eine weniger dort drüben. Rüstungsbrecher, das ist schön. Leider ist er jetzt nicht frei, wie gehofft. Sonst hätte er jetzt hier super schön dran gestanden. Wir müssen es probieren. Hilft ja alles nichts. Und auch das müssen wir probieren. Die beste Chance, die wir haben werden, an den Ball zu kommen. In näherer Umgebung. Das ist mir jetzt ein Reroll wert. Da möchte ich, dass der liegt. So, da liegt der Ball ganz gut. Und da bleiben wir. So, und da oben bleiben wir einfach dran stehen, damit er den nicht frei hat. Wir stehen alles andere als sicher. Und auch Großmütterchen ist einmal mehr in Lebensgefahr. Aber zumindest haben wir hier jetzt ein glorloses 0:0 Unentschieden direkt vor der Nase. Ja, die kann er beide wegräumen. Mit ein bisschen Glück. Aber hier haben wir irgendwas frei gleich. Einen von den beiden wird er nicht blocken können. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Okay, ein bisschen umzingeln. Und ein bisschen nerven. Damit blockt er dann allerdings gar keinen. Und da kann ich auch wieder mit leben. Jetzt blockt er den Zombie. Unwahrscheinlich. Aber hat funktioniert. Jetzt kommt er sogar raus. Das darf nicht sein. Nein, nein, nein. Aha. Und gelähmt. Und Ball dort in der Mitte. Du gehst da an den Ball ran. Der zweite Läufer. Roter Block. Einser Block.
alles nicht so leicht. Eins, zwei, ne, eins, zwei, so. Müssen wir probieren an der Stelle. Ist ein bisschen doof jetzt. Aber bleiben. Und mitten rein. Eins, zwei, drei, vier. Das klappt so nicht, wie ich mir das gedacht habe. So. Kleiner Sprinter, Hans am Stück. Jetzt haben wir hier einen Zweier. Und können nochmal vielleicht Ärger machen. K.O. K.O. ist Ärger. K.O. ist gut. Und tja, den Rest lassen wir. Zwei Runden haben wir noch. Ich glaube, der Einzige, der es jetzt noch schaffen kann, wäre Großmutter mit einem Affenglück. Also mehr Affe als Glück. Wahrscheinlich. Eieiei. Ist das ein Krimi? Ohne dass was passiert auch noch. Also fast. Fünf Spieler raus. Jo, da gibt's auf die Nuss. Unerfolgreich. Jetzt wird's eng. Das Ganze nochmal. Immer noch nichts. Jetzt kann er pushen. Was allerdings nicht viel bringt. Und er macht's auch nicht. Na, die Fleischklopse müssten jetzt beide perfekt funktionieren. Also mit perfekt funktionieren meine ich einen Push. Und zack, da ist der Turnover. Okay, fangen wir hier drüben an. Push Nummer 1 ist sogar ein Pau. Wir bleiben. Push Nummer 2 ist ein Push. Da müssen wir folgen. Das wäre so. Und das ist die wichtige Aktion, die funktioniert. Und eine Zusatzbewegung brauchen wir. Und eine Zusatzbewegung brauchen wir. Sehr, sehr nice. Da brauchen wir gleich noch eine. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht verrechnet. Das wäre nämlich noch cooler. Also, not. So, und die Frage ist jetzt, ob wir hier den Quatsch machen oder nicht. Aber wir haben noch zwei Rerolls. Und das sieht gut aus. Bleiben. Und Zug beenden. Jetzt kann er noch YOLOen mit Ausweichwürfen und Einserblocks. Minus Einserblocks. Was ein Krimi. Mit dem selten erlebt, das wäre zu dick aufgetragen gewesen. Das sind einige Blood Bowl-Spiele, die so richtig, richtig scheppern.
So, diesmal legt er ihn zu Boden. Eine Runde zu spät allerdings. Dafür mit Hass. Direkt durch die Rüstung durch. Okay, dann, ja, das wäre auch ein Ansatz. Kann er immerhin zwei ranbringen und mich damit quasi zu einem Ausweichen zwingen. Oh. Das, ja, kann man auch so machen. Aber wenn es nicht klappt, ist es wesentlich gefährlicher, weil er mich irgendwo hinschieben muss, wo er auch selber ist. Zack, wieder mit Hass. Direkt durch die nächste Rüstung durch. Und der kann sich jetzt immerhin dahin stellen oder dahin stellen. So, ausweichen mit Reroll ist aber immerhin noch 75%. Man muss also auf jeden Fall den Trollslayer aufstellen. Okay. Er will sogar ausweichen. Ja, jetzt weiß er nicht genau, was er machen soll. Okay, er will noch einen Fleischgolem umhauen. Das gönne ich ihm. Also natürlich nicht so, wenn es weh tut, aber... Okay, den verstehe ich nicht. Und da wird auch nichts draus. Verstehe ich nicht. Er wollte wahrscheinlich hier noch blocken, blitzen, wie auch immer. Jetzt haben wir hier natürlich eine Verbesserung unserer Chancen. Der kann da jetzt hin. Ein Ausweichwurf mit Reroll sind 66 und nochmal 66. Also eine 88% Chance. Ein Doppelblock mit Reroll ist höher. Deswegen machen wir das so. Bleiben. Und jetzt versuchen wir unser Glück. Wir haben eine Zusatzbewegung mit zwei Rerolls. Yep. Mach ich. Game not found. Okay. Großmutter hat den Touchdown gemacht. Eigentlich war das nicht ihr Job. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. In der Not tragen Wölfe Bälle. Wie auch immer. Ganz, ganz, ganz knapper Sieg. Nachdem der größte Teil des Spiels eigentlich kacke aussah. Und ja. Wow, 240.000, fetter 5er Wurf. Damit ist jetzt der Weg zu unserem zweiten Wolf geebnet. Die Fans fanden es auch cool und endlich haben wir mal einen Bonus gekriegt. Für 0. Ja, für 0 kaufen wir den natürlich. Damit pushen wir zwar unseren Teamwert ein ganz klein wenig. Oh, Rot-Kotkäppchen als Dauer-AFK-Kollege. Hat den MVP bekommen. Das ist nicht so schön, aber das macht nichts. Hauptsache Punkte. Und ja, wir haben alles für okay befunden. Gucken jetzt nochmal eben hier rein, gucken in unsere Spielerliste und haben bei Grab Punzel den erwarteten Aufstieg und klicken jetzt einfach mal auf Stufe aufsteigen. Würfel werfen und es ist eine 11. Wow. Es könnte ein Geschicklichkeitspunkt sein. Die Frage ist, ob wir das wollen. Eine 11 ist natürlich sonst auch nichts. Also wenn es ein Pasch wäre, würde ich auf gar keinen Fall irgendwie die Geschicklichkeit nehmen. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit hier, einen Werfer draus zu machen. Oder ein Drescher.
Ich glaube, das muss ich mir noch überlegen. Das will ich nicht jetzt entscheiden. Ihr könnt eure Meinung ja gerne auch in den Chat eintreten. Gewandtheit 3 ist halt der Nachteil, es pusht das Team-Rating sehr hart. Und wenn ich ihn wirklich zum Werfer machen möchte, habe ich quasi einen von drei Spielern in meinem Team, die blocken können, irgendwo ganz weit hinten aus dem Spiel gezogen. Also es ist wahrscheinlich nicht pfiffig. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich, wenn man mal so eine 11 würfelt. Und will sie nicht behandeln wie eine poplige 3 oder 5, die einem halt auch schon gar nichts bringen würde. Nicht ganz leicht, nicht ganz leicht. Ich sage einfach mal, bis dahin, alles Gute euch, ciao, ciao und wir sehen uns. Euer Ogrutz.